5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Hi ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Food Haul. Ich war bei Kaufland für 82 Euro einkaufen. Ich habe einmal für Alexandro Geflügelmortadella mitgenommen, Putenbrust und hier nochmal diese Drachenwurst. Dann zwei Ü-Eier. Dann habe ich hier einmal Kiwi mitgenommen, Erdbeeren, dann bunte Eier, für Alexandro hier diese Milchsnacks, eine Gurke, eine Haarfarbe für mich, blau-schwarz, ja, muss jeden Monat sein, ein paar Smoothies, dann einmal Kondensmilch, ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker, aber ich trinke gern schwarzen Tee und das den trinke ich halt gerne mit Milch, also mit Kondensmilch. Zweimal Minze habe ich mitgenommen. Einmal die Variante und einmal die. Und jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Also ich kenne für den Tee, für den Pfefferminztee, kenne ich diese Art Minze. Aber diese Art Minze kenne ich nicht für den Tee. Könnt ihr mir vielleicht verraten, ob der für den Tee geeignet ist oder ob man den für was anderes benutzt. Das wäre nett. Ja. Dann habe ich zweimal geschälte Tomaten mitgenommen. Hier hinten haben wir zweimal Milch, einmal Weidenmilch und einmal von Tuffy frische Vollmilch. Ein Balsamico. Dann, wo mache ich weiter? Ich mache mal hier weiter. Ich vergesse jedes Mal etwas beim Haul. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jedes Mal vergesse ich, irgendwelche Lebensmittel zu zeigen, weil ich immer so querbeet filme. Dann habe ich nachgekauft Exquisa Kokos. Hatte ich ja im letzten Haul gezeigt und es war wirklich sehr, sehr lecker. Und deswegen habe ich es nochmal nachgekauft. Genauso wie dieses Ziegenkäse Buko. Da schmeckt auch sehr gut. Dann habe ich Seelachs mitgenommen, diese salzigen Scheiben hier. Esse ich sehr gerne auf Brötchen mit ein bisschen Remoulade und Ei. Und schaut mal hier diese Rama-Packung. Das ist ein Kilo. Das ist so groß. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt in der Kamera. Aber ich habe euch hier mal eine normale Verpackung. Habe ich hier die Letter. Wenn man die so daneben legt, dann sieht man, wie groß diese Rama eigentlich ist. Schon heftig. Und die war auch runtergesetzt für 1,69 diese Woche. Dann Kinder Pingui hat sich Alexandro mitgenommen. Einmal hier die besagte Remoulade fürs Brötchen. Zweimal Nutella war diese Woche runtergesetzt auf 1,77 Euro. Habe ich direkt zwei auf Vorrat mitgenommen. Dann haben wir hier Tomatenketchup von Hella. Ganz normalen Standardketchup. Dann von Maika die Saftwürstchen. Das sind unsere allerliebsten, beziehungsweise Alexandros allerliebsten. Einmal Honig für den Tee oder für die Milch. Heiße Milch mit Honig, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Dreimal Müllermilch, einmal Wackelpudding, Schlagsahne zum Kochen, Bananen, Tomaten, Rucola. Ich wollte mir nämlich nochmal einen Flammkuchen machen, habe hier noch Flammkuchenteig geholt, weil ich das Rezept von der HelloFresh Box so lecker fand. Moment, ich zeige euch das mal. Das war hier dieser knusprige Gemüseflammkuchen mit Rucola. Champignons und Paprika. Der war so lecker. Und jetzt will ich den nachmachen. Deswegen habe ich hier auch noch Schmand geholt. Will das Rezept aber ein bisschen abändern. Aber mit Rucola hat das sehr lecker geschmeckt. Deswegen auf jeden Fall Rucola mit dabei. Was ich vergessen habe zu holen, merke ich gerade, ist Schafskäse. Ich wollte nämlich noch Schafskäse und Tomaten drauf machen. Dann habe ich hier diese salzigen Brezeln mitgenommen. Ich wollte eigentlich diese Salzheringe. Irgendwie gab es die nicht, deswegen habe ich diese Salzbrezeln mitgenommen. Ist ja quasi das gleiche. Erdnusslocken waren untergesetzt von Lorenz auf 88 Cent. Dann haben wir hier das Körnerbrot, Körner-Balance-Brot, was wir oft holen. Hier Schoko, nee, Milchhaselnusspudding für Alexandro. Flammkuchenteig, ein Kuchen, Puten, Wiener, Käse, Paprika, zweimal Mozzarella. Dann zwei Aufstriche, einmal mit Peperoni und einmal mit Bärlauch. Ich liebe Bärlauchaufstrich. Dann einmal Sushi für heute Abend, hatte ich mal wieder Bock drauf. Einmal die Mühlen-Currywurst, wollte ich mal probieren. Darunter haben wir Schinkenwürfel, was wollte ich damit machen? Ich glaube Erbsensuppe, genau, Erbsensuppe wollte ich mal machen.
Hier haben wir noch Poffertjes, wollte Alexander mitnehmen. Und dahinter haben wir noch diese Schokoröllchen. So, meine Lieben, ich war heute noch bei Lidl für 60 Euro einkaufen. Und ich quetsche jetzt diesen Food Haul hinter den anderen. Ich fange hier mal an. Ich habe Pudding mitgenommen. Einmal Vanille und einmal Schoko. Ja, mögen wir ganz gerne. Alexander auch so abends, wenn wir den so ein bisschen warm noch essen, schmeckt das ganz gut. Dann Erdnüsse so vom Fernseher. Ein paar Erdnüsschen snacken. Snackgurken für Alexanders Brotdose. Knoblauch hatte ich nicht mehr. Dill. Dann zweimal Brokkoli. Einmal Toastbrot. Dann habe ich fünfmal Milch mitgenommen. Rest ist noch im Auto. Ich konnte es nicht mit hochnehmen, alles. Und zwei Sixpack Sprudelwasser sind noch im Auto. Dann Alexandros Lieblingsnudeln, die Macaroni von Barilla. Hier habe ich einmal Hähnchennuggets mitgenommen. Dann habe ich hier einmal Möhren. Wir wollen morgen mal die Tiere füttern gehen und natürlich auch zum Kochen noch ein paar da lassen. Dann hier zweimal Sahne zum Kochen, einmal Quark. Dann habe ich hier Hähnchenbrustfilet. Hier habe ich ein Hähnchen mitgenommen, Winterhähnchenapfel. Wollte ich mal probieren. Es ist mariniert, gefüllt mit einer Apfelfüllung. Gekochte rote Beete, dann Mini-Salamis, Tomaten, rote Spitzpaprika, Erbsen und Möhrchen, eine Müllermilch, Prinzessbohnen. Dann hier so Spargel im Glas. Manchmal hat man ja Bock, so ein bisschen Spargel zu essen und keine Ahnung, ich habe keine Lust, hier mal, wenn man keine Lust hat, die frisch zu machen. Und vor allem finde ich das auch ganz gut, zu jeder Jahreszeit kann man dann Spargel essen. Ja, deswegen auch mal Spargel für Arme hier im Glas. Einmal frische Orangensaft, beziehungsweise frisch gepresster Orangensaft. Habe ich auch schon ein bisschen getrunken während der Fahrt. Dann habe ich hier geschälte Tomaten zweimal, zweimal Champignonköpfe. Dann habe ich hier passierte Tomaten, Bananen, Monte für Alexandro, Grießbrei, ein Feldsalat, ein Eistee von Fana mit Zitrone oder Lemon, Lime, ja, Zitrone würde ich jetzt sagen, Zitrone und Limette. Und hier habe ich einmal mit Mango Maracuja. Das war unser Einkauf. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Let the old be dead. Let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come.